Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Ostseeküste 22 mit mir, dem Ernie, als Lona. Servus. Ja, es geht hier wie immer fleißig weiter. Die Sorge um Hülse füllt sich in unserem Drescher und dann wiederum natürlich, ja, in unseren Kipper, damit wir es dann auch wegbringen können. Und ich würde sagen, wir legen gleich weiter los. Und zwar wechseln wir jetzt mal. Ne, das war der falsche. Entschuldigung. Wir müssen ja in den Fenty. Wir wechseln in den Fenty. Und hier ist jetzt erstmal angesagt, wir wollen Silage hier rausholen. Denn wir können jetzt das erste Mal Silage in die BGA bringen. Wir haben ein bisschen geschlafen. Man sieht es auch am Kontostand. Da ist einiges an Miete und sowas abgegangen für die Fahrzeuge. Also wir sind ein bisschen abgerutscht. Hilft alles nichts. Aber es soll ja jetzt wieder Geld reinkommen. Wir gucken mal ganz kurz, weil wir ja noch nicht da waren. Wir sind da. Wir müssen in die BGA. Das muss dann diese sein. Genau, das heißt einfach gerade runter und dann hier rein. Und dann sind wir auch schon da. So, würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir bringen jetzt unsere erste Fuhre Silage weg. Yippie-yay, Schweinebacke, sage ich da bloß. Und was hat der Ernie wieder vergessen? Was hat er wieder vergessen? Natürlich. Als allererstes, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle fit im Schritt. Und und seid alle gesund. Ich merke gerade, meine Lenkung hat sich hier so ein bisschen verstellt. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal ganz kurz was einstellen. Entschuldigt bitte. Ja, da ist er wieder. Ich weiß auch nicht, aber ich... Nee, doch, ich weiß. Und zwar hatte sich ja ein Update hier bei Logitech hier breit gemacht. Daran hat es gelegen. Und dadurch hat sich dann wieder in den Spieleoptionen die Dead Zone auf 14% gesetzt. Und die muss bei diesem Lenkrad auf 0% runter. Und dann passt das auch. Genau, so sieht das nämlich aus. Jetzt haben wir's. Ach mein Gott, Walter. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist die Hauptsache an allem. Und so soll das auch sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der BGA klappt. Ob wir da, ich war hier kreuz und quer, ob wir da, sag mal schnell, gleich das Geld bekommen. Oder ob das wieder einen Tag dauert. Das macht aber nichts. Denn ob es nun heute oder nächsten Tag dann reinkommt, das ist ganz egal. Hauptsache die Kohle kommt, würde ich mal so behaupten. Da hinten sehe ich sie schon in der Ferne erscheinen. Sehr schön. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir das jetzt hier alles vernünftig hin... Oh, der wackelt aber auch wieder. Du, die Federung, die hat es aber auch in sich hier, wa? Freunde, so. Hier vorne muss das jetzt irgendwo reingehen. Aber seit wann klappt beim Ernie auch immer gleich alles auf Anhieb, ne? Das war ja schon immer so. Oh mein Gott, Walter. So, dann wollen wir mal hier rauffahren. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Außenperspektive. Da vorne ist schon der Fermenter. Muss man ein bisschen leiser machen. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir da jetzt am besten rankommen. Aber das müsste dann ja hier gleich... Ja, wunderbar. Sehr geil. Oh, wir bekommen gleich das Geld drauf, sehe ich. Ihr seht es oben rechts. Jetzt bin ich mal gespannt, was es für eine Ladung gegeben hat. Elf hat einen vollen Korntank, dann können wir auch gleich neu holen. Dann werden wir ihn einmal abtanken. Ha! 13.480. Das ist doch mal was. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal ganz fix rüber in unseren Johnny. Oh, und dann können wir auch gleich wieder wegfahren. Ich sehe das schon. Um Gottes Willen, das auch noch. Denn sonst geht es ja hier auch nicht weiter. Ihr seht, es ist immer irgendetwas. Irgendwo hakt es immer. Es ist furchtbar. Furchtbar. So. Rinn damit. Genau. Dann können wir noch einmal ganz kurz gucken. Wo sind wir denn? Ach ja, das war ja ganz einfach. Das heißt, hier unten raus und dann einfach rum und dann... Ja, weite, weite Wege haben wir wieder vor uns. Es ist zum Knochenbrechen. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Wir müssen es ja irgendwie wegbekommen.
Aber wenn es läuft, dann läuft es. Aber dass wir gleich das Geld bekommen bei der BGA, das kenne ich von früher noch anders. Ne, da musstest du immer erst einen Tag warten. Das wurde dann nach 0 Uhr dann überwiesen. Aber gut, dann hat sich das wohl auch geändert. So, wir fahren jetzt mal, würde ich sagen, hier hinten raus. Ich meine, wir können auch hier links und dann so rum. Das können wir auch. Wenn ich mich jetzt nicht ganz groß irre. Nee, das ist schon richtig so. Das ist schon richtig so. So machen wir es. Zack. Ab dafür. Mein Gott, ist das wieder laut hier im Kopfhörer. So, was gibt es Neues vom Ernie? Die Woche war eigentlich... Sie ist ja noch nicht vorbei. Wir haben heute erst... Bei mir ist Bergfest. Wir haben Mittwoch. Sie ist noch nicht ganz vorbei. Aber bis jetzt läuft ganz gut, muss ich sagen. Von den Diensten. Montag war sehr lange. Da hatte ich von, ich weiß gar nicht, 6 Uhr bis halb 7, 18:30. Das war ein langer Tag, um Gottes Willen. Aber gestern und heute ging es eigentlich. Von den Diensten her war es in Ordnung. Auch von den Bussen her muss ich sagen, alles wunderbar. Keine großen Probleme. Lief alles. Gestern war ich auch wieder beim Sport gleich nach der Arbeit, weil es auf dem Weg lag. Das heißt, Ernie war ganz clever, hat sich morgen schon die Sporttasche ins Auto gepackt. Und dann gleich nach der Arbeit rein in die Fitte, habe ich wieder meine Stunde abgerissen. Bin immer noch bei derselben Wattzahl, ziehe es durch, habe mich dran gewöhnt, wunderbar. Und war dann auch hinterher fix und fertig, schön in Ruhe geduscht, dann nach Hause, dann was zu essen gemacht und dann ging es auch schon wieder ab in die Falle. Denn der nächste Tag war ja schon im Anmarsch und bei mir sind die Tage ja, fangen ja immer sehr früh an, sie stehen meistens so um 3, 4 auf, wie die meisten ja mittlerweile schon von mir wissen. Und ja, das ist dann immer sehr kurz, aber das ist auch nicht schlimm. Was Großartiges anderes habe ich gar nicht vor. Heute nach Dienst, wie spät haben wir es jetzt gerade? Ortszeit 16:49 habe ich jetzt noch Zeit, wieder 2 Folgen zu machen. Damit ich irgendwo das auch immer gewährleisten kann, dass die Folgen auch für euch dann da sind. Ja, ich denke mal, mehr als eine werde ich heute nicht hochgeladen bekommen. Muss ich mal schauen. Ansonsten werde ich morgen dann die andere Folge ATS dann morgen hochladen, während ich dann beim Sport bin. Und dann kriegen wir das nach und nach geschissen. Und dann die letzten beiden Folgen, um die darauffolgende Woche voll zu machen, werde ich dann wohl am Samstag, Sonntag, muss ich sehen, wie ich Zeit habe, weil Samstag muss ich auch wieder arbeiten. Also ihr seht, bei mir ist volle Pulle was los, aber ich lasse ja nicht locker. Wir haben jetzt über die Hälfte geschafft an Abonnenten. Jetzt will ich natürlich die zweite auch noch haben, ne? Ist klar. So, rein hier. Jetzt wollen wir die zweite natürlich auch noch in Angriff nehmen. So sieht es nämlich aus. Ja, so wie wir eben gerade schon nebenbei gesehen haben, sind wir jetzt bei 82%, dass wir den Auftrag schon erfüllt haben. Ich denke mal, das geht jetzt locker flockig so weiter. Und dann heimsen wir uns die Kohle dafür auch noch ein. Wir müssen ja immer weitermachen, denn es wird halt knapp, ne? Was willst du machen? Klar, haben wir eben schon was draufgekriegt, aber er wird blockiert, das auch noch. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. Also ständig blockiert und 92% ist schon abgeschlossen, okay. Ich denke mal, da ist wieder ein Bäumchen im Wege. Na gut. Ja, es ist ein ständiges Hin und Her, was soll ich sagen? Aber das macht es ja auch aus. Ne? Wenn es einfach wäre in der Landwirtschaft oder halt in so einem Spiel, dann könnte es ja jeder, um Gottes Willen. So ein bisschen Herausforderung muss ja auch dabei sein. Ich denke mal, wenn ihr dann im Singleplayer, ich weiß nicht, ob ihr auch Mehrspielermodus macht, das weiß ich ja nicht. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wie ihr da so verfahrt oder ob ihr auch nur für euch alleine spielt. Dann ist bestimmt auch nicht immer alles so, wie ihr euch das vorstellt. Hier und da sind dann immer so diese netten kleinen Hindernisse ja auch, ne? Aber was willst du machen? Hilft ja alles nichts. So, jetzt sagen wir mal ein kleines Stückchen Käffchen. Ich gönne mir noch einen heute, obwohl schon so spät ist. Irgendwoher muss die Power ja kommen, dass wir wach bleiben. Dass wir das alles durchziehen. Ach nee, doch, herrliche Geschichte. Ja, kommentartechnisch, jetzt hier beim Alice war jetzt so weiter nichts. Hattet ihr nichts mehr da reingeschrieben? Aber das müsst ihr ja auch nicht, um Gottes Willen. Ne? Es reicht ja auch, wenn ihr nur konsumiert und denkt und ich dann sehe, alles klar, da gucken so ein paar.
Das baut weiter auf. Alles in Ordnung. Ja, so ist das. Na, dann wollen wir mal sehen, wo er gleich wieder hängen geblieben ist. Ja, aber hier sind wir mit seinen knapp 60. Das ist doch in Ordnung. 53. Da können wir ein bisschen weit mit reißen, ne? Da schafft man so ein bisschen was, auf jeden Fall. Genau. Nee, ansonsten gibt es nichts Großartiges weiter Neues bei mir. Auch, sonst habe ich ja auch immer mal irgendwie was gehabt, mal von der Arbeit, was man erzählen konnte, so fahrgasttechnisch, aber im Moment ist da nicht wirklich viel, was man so von sich geben kann. Es sind halt immer lange Tage. Fahren wir hier mal rein. So, warte mal. Wo ist er denn? Wo hat er sich? Wo hat er sich? Wo hat er sich? Ach, ich denke mal, an einem Bäumchen hat er sich wieder. Und da hinten haben wir schon das nächste. Das heißt, wir werden ihn definitiv da mal helfen müssen. So. Würde ich sagen, mal ein Stückchen zurück. Dann schmeißen wir ihn wieder an. Sehen zu, dass wir hier rumkommen. Werden dann natürlich auch gleich ihm hier auch noch helfen. Aber ansonsten macht das doch hier, macht Cosplay doch das ganz gut. Ich meine, so klar, so ein paar Bäumchen hast du hier immer mal oder irgendwelche Inselchen. Aber ansonsten kann man doch eigentlich nicht meckern. Macht da doch die Arbeit ganz gut. Na, lässt du mich, Freundchen? So, da hat er ihn. Dann werden wir ihn gleich da hinten auch rumbringen. Das hilft ja nichts. Und dann haben wir es ja auch schon fast geschafft. Ich meine, das ist ja nichts mehr jetzt hier, ne? Das ist ja nun wirklich nicht mehr viel. Dann hat das ja nun wirklich gleich auch Intus. Und dann mal schauen, was wir als nächstes finden. Ich meine, der Drescher muss laufen. Er muss sein Geld verdienen. Ohne Ernteaufträge geht es nicht. Das wäre ja nun auch wirklich megamäßig unwirtschaftlich, wenn wir ihn nicht laufen lassen. Und bis jetzt sind wir ja eigentlich auch immer ganz gut damit gefahren. Ach, er ist schon wieder voll. Okay. Dann lassen wir ihn auch gleich nochmal abtanken. Ja, dann sind wir mal so ein bisschen gerade hier, ne? So. An damit. Gott, ist das ein Stress heute. Also heute ist ja eine kleine Stressfolge, ne? Und ich hatte mich so gefreut, hier Silage hin und her zu eiern. Läuft uns ja auch nicht weg. Ihn müssen wir jetzt ja nun erstmal. Obwohl, die letzten Folgen hat er uns ja ganz gut in Ruhe gelassen, davon mal ganz abgesehen. Ne? So. Nun baller mal über, damit wir hier auch weiterkommen. Die Zeit verfliegt schon wieder, sehe ich. Das gibt es doch gar nicht. Mann, 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 Mann. Kaum angefangen mit euch, schon wieder fast vorbei. Es ist doch zum Mäusemelken, ehrlich. Ne? Da, ich überlege mir schon immer, was erzähle ich euch Schönes? Das meiste ist ja dann wirklich alles so, wie es reinkommt, so kommt es raus. Aber so bin ich eben, ne? So kennt ihr mich. So. Ab in den Drescher. Ne, das ist er nicht, das ist er. Er ist sogar noch an, sehr schön. So, erstmal würde ich sagen, Rohr rein. Na? Ja, willst du mich jetzt hier verklapsen? Da ist es. So. Ja, so ein paar Hindernisse hat man halt immer hier. So, einmal dran vorbei. Schön eng rum. Würde ich sagen. Sodale. Zacki Zupf. So, und dann würde ich sagen, ist er ja eigentlich dann hier wieder drinne. Ich würde sagen, da helfen wir ihm auch noch mal. Nicht, dass er uns da wieder hängen bleibt und dann schießen wir ihn gleich weiter. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal, wo wir dieses Feld hatten, auch schon mal. Dass er da nicht so wollte. Aber gut. Na? Man sieht aber auch nichts, ne?
Alter Lachste. So, können wir ihn jetzt wieder in den nahesten reinschieben? Will er das? Macht er das? Ja, es sieht ganz danach aus. Supi. Ach nee, den wollte ich nicht. Dann würde ich sagen, ab in unseren Fenty. Und dann würde ich sagen, ab zurück und neue Silage holen, Geld verdienen. Und ich bin mal gespannt, wie viel, komme ich jetzt überhaupt hier hinten rum, ich denke schon, wie viel, früher war das ja so, dass die Fermenteranlage nur so und so viel immer angenommen hat, ne, bis sie dann voll war und bis man dann wieder so einen Turnus warten musste, bis sie wieder was aufgenommen hat. Da bin ich mal gespannt, also wenn sich das mit dem Geld schon geändert hat, könnte ja das eventuell auch sich geändert haben, aber gut, wir werden sehen. Ich sehe wieder. Ach komm, das schaffen wir. Lässt du mich? Ja, danke. Geht ja. Meine Herren da. Ne? Jeder will der Erste sein und Ernie ganz vorne, ne? Oder wie war das? Wo wir sind, ist vorne. Und wenn wir hinten sind, ist hinten vorne. So war das schon immer. Genau. So, ich denke mal, einmal vollladen werden wir jetzt noch schaffen. Und dann haben wir es ja auch leider schon wieder oben. Das heißt, in der nächsten Folge wird es dann wieder hingehen. Definitiv. Da werden wir dann wieder das braune Gold abliefern. Ach, herrlich, du. Ist das nicht schön, du. Da werden wir schon ein paar Euros mit verdienen. Definitiv. Das werden wir auf jeden Fall. Ja, wippi, wippi. Wunder, dass ich mir nicht in den Kopf stoße, wa? Ach, Leute. Alles gar nicht so schlimm. Alles gar nicht so schlimm hier. Ja, die Wiese ist auch gewachsen, so wie ihr hier links seht. Die ist auch wieder komplett fertig, weil ich hatte 2 Tage, wie gesagt, geschlafen. Also 2 Tage vergehen lassen. Und die Wiese ist ja durch das Striegeln wieder wunderbar. Alles bestens, können wir wieder schön abzwitschern. Das werden wir dann, sobald wir die Silage drin haben, als nächstes mit Tuten tun. Und dann können wir wieder neu produzieren und dann geht das immer so weiter. Und dann denke ich mal, werden wir auch ganz schnell irgendwie auf den grünen Ast kommen. Und dann können wir auch mal gucken bei der Bank, wie das denn aussieht. Beziehungsweise, was heißt bei der Bank? Beim Händler, wie das mit unserem Leasing da aussieht. Weil, wie gesagt, ein bisschen was ist ja schon vergangen. Und dann werden wir mal so vom günstigsten angefangen, so eins nach dem anderen auslösen. Und dann würde ich sagen, haben wir das. Geht's immer so weiter. So, wir wollen Gras haben. Quatsch, Silage wollen wir haben. Mensch, Leute. So, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder soweit. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Mit so ein bisschen Pleiten, Pech und Bann heute wieder. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann verbleibe ich ganz lieb, euer Ernie. Ciao, ciao.